Grüne, Gentechnik. Das ist Emma. Emma lebt in Deutschland. Sie studiert Gesundheitswissenschaften an der Alexander von Humboldt-Universität. Emma arbeitet in ihrem Studium momentan an einem Projekt. Es geht um Hungersnot. Aufgrund ihres Projektes entscheidet sich Emma, nach Afrika zu fliegen. Sie will sich selbst ein Bild von der Lage dort machen und sich für ihr Projekt inspirieren lassen. Emma wird auf ihrer Reise schnell klar, dass die Ursache für die Hungersnot die Landwirtschaft ist. Durch die extremen klimatischen Bedingungen kommt es oft zu Missernten, wodurch die Preise auf dem Markt steigen. Sie macht sich zurück auf den Weg nach Deutschland. Emma beginnt nun mit der Recherche. Während ihrer Recherche stößt Emma auf die grüne Gentechnik, die Gentechnik mit Pflanzen. Sie befasst sich hier besonders mit genverändertem Mais. Die Eigenschaften des Maises werden durch Gentechnik verändert. Dieser sogenannte transgene Mais kann auch unter klimatischen Extrembedingungen wachsen. Eigenschaften wie Insektentoleranz und Trockentoleranz könnten dem Mais hinzugefügt werden. Jetzt stellt sich jedoch die Frage, ob sich Bauern das genveränderte Saatgut überhaupt leisten können. Abgesehen davon braucht man für den Anbau eine Lizenz vom Konzern, welche nach einer bestimmten Zeit abläuft. Die Bauern geraten so in Abhängigkeit der großen Konzerne. Es kommt zu einer Monopolwirtschaft, in der die Bauern nicht von ihrem Umsatz profitieren können. Die Konzerne sich wiederum Monopole aufbauen und immer größer werden. Emma ist nun zu dem Entschluss gekommen, dass es eine Frage der Zeit ist, wo es hauptsächlich um Geld geht. Denn in der Theorie ist es möglich, durch genverändertes Saatgut die Hungersnot zu stoppen. In der Praxis treten jedoch noch einige Schwierigkeiten auf. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, wann diese behoben werden.